Fast 2,5 Jahre dauert die ukrainische Abwehrschlacht gegen Russlands Invasionstruppen jetzt schon an. Und ein Waffenstillstand oder sogar ein Frieden scheint überhaupt nicht in Sicht. Die Welt erlebt einen Zermürbungskrieg in Europa. Der Westen schickt Waffen in die Ukraine, damit das Land überhaupt standhalten kann. Aber die Waffen kosten nicht nur viel Geld, sie sind auch umstritten. Denn insbesondere im ganz linken und im ganz rechten Lager heißt es immer wieder, wer Waffen liefert, verlängert den Krieg. Stimmt das? Und wäre Putin ansonsten zu Verhandlungen bereit? Was haben wir für Verhandlungserfahrungen mit Putin? Hier zitiere ich den sicherheitspolitischen Berater von Frau Merkel, der gesagt hat, ein Friedensvertrag mit Putins Unterschrift ist das Papier nicht wert. Also wir haben es mit jemandem zu tun, der es nicht ernst meint. Deshalb kann man Verhandlungen nur bewirken über ein Kosten-Nutzen-Kalkül. Putin wird dann verhandeln, wenn er fürchtet, den Krieg zu verlieren oder wenn die Kosten für den Krieg zu hoch werden. Und jetzt bin ich bei den Beschränkungen. Wir haben bisher immer dieses Muster, dass Russland eskaliert. Das kann es, weil es Nuklearmacht ist und im Sicherheitsrat sitzt, vor allen Dingen, weil es Nuklearmacht ist und damit die roten Linien zieht. Und wir verhandeln dann und sagen, jetzt ist die Ukraine in einer so schlimmen Situation oder verhandeln intern, meine ich, überlegen und gestehen dann beispielsweise zu, sich jetzt so zu wehren, dass sie auch gegen Infrastruktur auf russischem Territorium vorgehen darf. Warum drehen wir dieses Muster nicht mal um und sagen, wir kommunizieren wirklich unzweideutig die Ukraine mit dem, was der politische Westen hat und die industrielle Produktionskraft ist ja viel größer, zu unterstützen und sagen beispielsweise, wir liefern den Taurus selbstverständlich, wir liefern ihn nicht, wenn die Angriffe auf die zivile Infrastruktur aufhören. Es ist nicht Eskalation, sondern Russland hat all unsere Zurückhaltung nicht genutzt, um einzulenken, sondern wann immer wir rote Linien zogen, und Macron hat das ja extrem kritisiert, das eigene rote Linien ziehen. Ich bin gegen Bodentruppen, Logistik, Sanität, darüber kann man reden, aber das ist nicht unser Punkt, das macht auch Deutschland nicht. Aber ich muss sehr deutlich sagen, die roten Linien haben wir immer uns gezogen, was alles nicht geht, und Putin konnte uns ausrechnen. Und da bin ich auch bei Herrn Stegner, wir haben da viel zu viel öffentlich über was, was wir nicht wollen und vielleicht nicht können, gesprochen. Aber ganz entscheidend ist, dass in der Zeit, wo keine Artilleriemunition geliefert wurde, wo keine Schützenpanzer und keine Kampfpanzer geliefert wurden, Russland immer weiter eskaliert hat und wir geglaubt haben, dass die Ukraine das machen kann. Unsere Mentalität ist eher so, wir beobachten das Ganze aus dem Homeoffice. Es wird finanziert, aber immer nur das Nötigste. Und was ich auch sehr deutlich ansprechen möchte, ist, es ist zu wenig von allem geliefert worden. Und die heutigen Opfer in der Ukraine sind die Folgen des Versagens von 22, dass man eben zu spät in die entsprechenden Entscheidungen reingegangen ist. Worüber wir streiten und ausschließlich streiten ist, wie schaffen wir das, dass der Krieg möglichst schnell zu Ende kommt, ohne dass Putin seine Ziele erreicht? Und da gibt es eben unterschiedliche Nuancen in der Frage, wie man das macht. Nicht, ob man das tut und schon gleich gar nicht Rücksicht nehmen oder sowas. Wenn man jedes Mal, wenn man solche Vorschläge macht, entweder als Putin-Freund oder als Defetist oder für Appeasement oder sowas, hat damit nichts zu tun. Ich bin auch kein Pazifist. Kann man in Deutschland schwer sein. Wir haben unsere Demokratie nur, weil Nazi-Deutschland besiegt worden ist von den Alliierten. Aber die Frage, ob der offensivere Teil, das heißt nicht nur bei der Verteidigung zu helfen, sondern eben den Krieg nach Russland, sondern ich bleibe mal bei dem Begriff geeignet ist, da gehen unsere Meinungen in der Tat auseinander. Und ich glaube, die Bevölkerung ist da mehrheitlich deutlich eher bei der Position, die ich vertrete, als bei der, die Sie vertreten. Frau Kosmel, ich würde jetzt gerne ganz kurz wegkommen. Zwei Sätze, bitte. Ich dazu sagen, bitte. Aber wirklich nur zwei Sätze. Eine Sache, die Sie außer Acht lassen, aus meiner Sicht, ist der Zeitfaktor. Die Ukraine hat eben nicht die Zeit. Sie haben selber geschildert, was dieser Abnutzungskrieg bedeutet. Und Besonnenheit ist so ein Wort, das so positive Dinge assoziiert. Ich könnte aber genauso gut sagen, diese Zurückhaltung ist genau das falsche Signal, ist eben das zweideutige Signal und verlängert die Situation. Und für einen nuklearen Einsatz, Sie haben ja selber China angesprochen und Sie haben es eben noch mal gesagt, Putin wäre komplett isoliert, wenn er das täte. Es würde Anzeichen geben, die russischen Truppen müssten ja auch vorbereitet sein, mit einem taktischen Nuklearschlag irgendwie umzugehen. Also da sind schon noch ein paar Zwischendinge. Und wir haben so oft, ich erinnere an die Diskussion über die Leopard-Lieferung, gesagt, wenn wir das machen, dann ist das Risiko, dass
Putin tatsächlich eine taktische Nuklearwaffe einsetzt. Und das ist nie passiert. Und die umgekehrte Seite ist, wenn wir das machen, dann führt das zu, dass Putin in den Verhandlungstisch kommt. Ist auch nicht passiert. Also insofern, die Thesen stehen doch gegeneinander. Es ist zu wenig geliefert worden. Aber das sagen Sie. Man kann aber sagen, wir haben noch niemals so ein Land so stark unterstützt. Und schauen Sie sich das doch mal an in der Demokratie. Sie brauchen doch Mehrheiten dafür. Wir haben doch jetzt schon eine Situation, die ist brandgefährlich übrigens, wo gesagt wird, wenn wir weiter so machen, dass wir aufrüsten, die Populisten legen in den Umfragen überall zu. Wir haben in Frankreich Wahlen, um die man fürchten muss. Wir haben in den USA das Thema, wir haben es in Deutschland. Und das kann man nicht außer Acht lassen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich verstehe, dass man solche Signale geben will, die Hoffnungssignale sind. Und ich bin sicher, dass Teil von der Friedenslösung immer auch Sicherheitsgarantien sein müssen. Das vorweg gesagt. Ich halte aber überhaupt nichts davon, Versprechungen zu machen, die man nicht einhalten kann. Wir haben den Westbalkanländern vor mehr als 10 Jahren versprochen, dass sie dazukommen sollen. Es ist nichts passiert. Der Bundeskanzler bringt da gerade Druck hinein, dass da mehr passiert. Es ist nichts passiert. Und das sind Länder dabei, die sind viel näher an der EU. Und mit der NATO ist es noch weiter weg, weil die Bedingungen dafür, in die NATO aufgenommen zu werden, noch komplizierter sind, um die erfüllen zu können. Und da Versprechungen zu machen, die man nicht einhalten kann, erkennbar, die werden dazu führen, dass es Enttäuschung über den Westen gibt. Deswegen halte ich davon nicht so viel. Symbolisch ja, dass man sagt, ihr gehört dazu zum Westen, dass es Hoffnungssignale sind, ja, aber de facto weiß doch jeder, wenn wir die Bedingungen nicht ändern, das werden wir, glaube ich, nicht tun, dann ist sowohl die EU-Mitgliedschaft und erst recht die NATO-Mitgliedschaft meilenweit entfernt, weil es nahezu an allen Voraussetzungen fehlt. Bei der NATO, nur um das mal zu sagen, müssen sie ja einerseits die inneren Voraussetzungen haben, zweitens müssen alle Mitgliedsländer zustimmen und drittens darf es keine ungelösten territorialen Konflikte geben. Nichts davon ist auch nur in der Nähe und bei der EU-Mitgliedschaft wissen wir selbst, wie kompliziert das ist. Das heißt, ich finde, das ist ein Stück Symbolpolitik, die gefährlich ist, wenn man lieber weniger Versprechen geben, die aber alle einhalten. Das finde ich deutlich besser, als denen Hoffnung zu machen, die man am Ende nicht erfüllt.